Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Expertentipp-Sendung von OneX2.com mit mir, Alexander Kaiser. Ja, und diese Woche schauen wir am Samstag nach Maidan. Dort sind die Vorbereitungsrennen am Ablauf für den großen Renntag Ende März. Und da sehen wir schon mal die ersten Starter und können die ersten Pferde sehen. Und natürlich Ende März werden wir auch die ganz großen Rennen dann besprechen. Am Sonntag wartet in Canzumir noch das Kriterium der Vitesse auf uns, ein Rennen über 1600 Meter, das Duell Readily Express gegen Bold Eagle. Aber zunächst nach Maidan, und zwar gehen wir erstmal in das erste Rennen, das heißt Mahab al-Shimal-Rennen, das Gruppe 3 über die Sprinterdistanz von 1200 Meter. Ja, auf Drafte, da war zuletzt sehr viel Geld unterwegs und die Quote wurde gerechtfertigt mit einem Sieg. Dieses Jahr lief es in Maidan sehr gut und er hat sich gut verkauft, das Pferd von Watson. Und letztes Jahr hatten sie noch ein paar Späße mit ihm versucht, über 1600 Meter, das hatte gar nicht geklappt. Also sie sollten sich auf diese 1200 Meter beschränken und dann wird er es ihnen auch zugute tun. Ja, Tatuki, das Pferd hier, da muss man schon ein bisschen suchen nach Form, aber das habe ich gemacht. Das ist ein argentinisches Pferd, das ist einer der besten argentinischen Sprinter. Tolles Rennen letztes Mal in Maidan, da gab es den zweiten Platz hinter Drafted, das war das Maidan-Debüt und er hat sich bestens etabliert hier. Und vom Klima her eigentlich kann man sagen, so ein, das sollte ihn eigentlich passen. Und mit der Zeit, wie er dort steht, denke ich mal, dass er sich nochmal bessern wird. Die Form von Komikas kann man getrost streichen. Das Pferd von Charles Appleby hat bereits 3 Starts in diesem Jahr. Letztes Mal, wie gesagt, da ging gar nicht zusammen. Stand dort als Favorit sehr kurz. Aber letztes Jahr im großen Rennen im Dubai Gold Shaheen, das ist nämlich das Rennen über 1200 Meter, das Gruppe 1 Rennen Ende März, da brachte er den Toto zum Beben als Zweiter und er stand über 500. Ist erfahren natürlich und an ihm müssen sich alle messen. Noch zu erwähnen ist Tamin, der in Jebel Ali ein hochtitiges Rennen gewonnen hat, aber es geht hier für ihn nur um die Plätze und dasselbe gilt auch für Switzerland. Ja, es wird wohl ein Dreikampf werden. Über 1200 Meter ist natürlich sehr viel möglich. Komikas hatte die meiste Klasse. Aber das Rennen Ende März ist wohl sein Fokus und deswegen versuchen wir es mit Tatuki, das Pferd aus Argentinien. Die haben nichts zu verlieren, die wollen natürlich jeden Cent mitnehmen und deswegen gehen wir hier mal mit dem Argentinier, der sich hoffentlich akklimatisiert hat und nun Drafted schlagen sollte. Also im ersten Rennen Tatuki hier mein Tipp. Dann geht es weiter ins siebte Rennen. Jebel hat da Gruppe 1, das Rennen hochdotiert, 300.000 AED-Dollar. Über 1800 Meter. Ja, Dream Castle ist der Favorit aus dem Stall von Said Bin Soror. Der hatte letztes Jahr eine Horrorsaison, da sprang nichts raus. Dann ging es in die Pause und er kam dieses Jahr zurück Anfang Januar und es folgten 2 Siege, wo er über der Konkurrenz stand. Und das war über die heutige Distanz. Vor allem letztes Mal hat er sehr gute Pferde geschlagen und das macht ihn zum Favoriten. Ja, Wutten lief letztes Jahr in unfassbar schweren Rennen. Er war sogar Co-Favorit im Maurice Guest in Longchamp. Ein faszinierender Starter, muss man sagen. Er hatte schon einen Start in Maidan, wurde guter Vierter, war nicht weit weg. Aber auf so einer langen Distanz ist der Gute noch nie gelaufen. Loxley gibt sein Jahresdebüt, auch hier wieder ein blaues Pferd aus dem Stall von Charles Appleby. Aber er gibt sein Jahresdebüt über für ihn eine verhältnismäßig kurze Distanz. Er lief sogar im St. Gletscher, da enttäuschte er. Aber jetzt über 1800 Meter. Letztes Mal ging es in Longchamp über 1950 Meter, das hatte geklappt. Aber es wird immer kürzer für ihn. Man weiß nicht so richtig, wo man bei ihm ist. Ganz, ganz dunkles Pferd. Century Dream war vor Wutten zuletzt, war Dritter in einem Gruppe 1 Rennen. Es geht zu riesigen Odds, lief sogar in den Arlington Millions, schon letztes Mal 28 am Toto, also da war sehr viel Geld unterwegs. Das Pferd hat die meiste Klasse. Wutten hat schon gute Klasse, aber Central Dream ist schon in guten Rennen gelaufen und das macht hier ihn zu einem Siegpferd. Ja, tolle Rennen hier in Maidan, auch dieses Rennen wieder tolle Pferde am Ablauf. Da schlägt natürlich das Galopperherz höher. Aber für mich, der Sieger ist Dream Castle. Der hat wirklich ganz stark gelaufen letztes Mal, hat alles weggefegt, was ging. Ganz, ganz souverän, ganz überlegen und da erwarte ich noch einiges. Der Gegner ist für mich Century Dream und Wutten, die beiden beiden liefen stark letztes Mal, aber die Form von Dream Castle, die ist einfach zu gut. Ja, dann geht es weiter zum Sonntag nach Canzumir. Das Grand Criterium de Vitesse de la Côte d'Azur aus der UET Master Serie 170.000 dotiert. Über die englische Meile, 1609 Meter. Tolles Rennen, ein Zweikampf zeichnet sich ab. Readily Express, frischer Prix de France-Sieger. Er gewann dort in 10-3
und war auch jetzt ein paar Mal schon vor Bold Eagle, aber er ist noch nie unter Wettkampfambitionen über diese Distanz gelaufen. Sein Quartier sagt, der Elite Loppet wird sein letzter Auftritt werden, danach geht es in die Zucht. Es sei ihm gegönnt, denn der 7-Jährige hat sehr viel geleistet und steht bei über 2 Millionen Gewinnsumme. Bold Eagle wurde im Prix de France sogar noch von Usain Chalon abgefangen. Die Meile kennt er aber bestens. Zuletzt gewann er im Juli in La Capelle über diese. Sein Besitzer hat aber diesmal schon gesagt, er plant einige Auftritte im Norden Europas und es wird zeigen, wie er dieses Rennen hier aufnimmt, ob er im Elite Loppet läuft oder nicht. Aber er hat schon Abi als Ziele genannt, also er will noch mehr Geld mit seinem Schützling hier machen, steht bei 4,4 Millionen und ich bin gespannt hier. Es ist natürlich seine Distanz, der Vorlauf im Elite Loppet, der war über 1609 Meter und da ging er 084 und das kann natürlich keiner in diesem Rennen. Der Crack wird zeigen, es wird sich zeigen, ob der Crack hier noch was drauf hat. Usain Chalon, warum der im Prix de Paris gelaufen ist, das fragen sich viele, denke ich mal. Die Sprinterstrecke, das ist seine Paradedisziplin, der hat nichts zu suchen über Distanzen über 4000 Meter. In Angers gewann er in 09 gegen Dijon, den er wieder trifft und der wird natürlich um die Plätze mitkämpfen wollen. Auch er versuchte sich im Elite Loppet letztes Jahr, wurde aber nur Fünfter und kam nicht aus dem Vorlauf heraus. Dijon, letztes Jahr Zweiter in diesem Rennen, vielleicht ein Pferd für die Dreierwette. Ein kleines, aber feines Rennen, muss man sagen. Readily Express bringt Würze rein. Man weiß nicht so richtig, wo man bei ihm ist über diese Distanz. Aber Timo Nomus, der wird natürlich seinen Schützling bestens an den Start bringen. Und auch Björn Goop, der weiß ganz genau, wie man hier im Süden Frankreichs fahren muss. Aber ich gehe ein letztes Mal mit Bold Eagle. Frankie Nivard hier ist auch guten Mutes. Nimmt auch Eisen runter, der wird nicht alles verlernt haben und das ist doch seine Distanz und mal gucken, ob es dann zu einem Happy End kommt in diesem Jahr im Elite Loppet. Ja, das war es schon mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.